Hallo, hier ist Antje von der Stempelinsel. Ihr seht hier nochmal das Designerpapier blühende Felder. Das hatte ich euch in meinem letzten Video ja schon nochmal wieder ans Herz gelegt, dass es das gerade noch in der Ausverkaufsecke und auch dann noch zu einem reduzierten Preis gibt. Und ja, ich möchte euch heute gerne noch ein paar Karten damit zeigen, und zwar mal ein bisschen anders. Und die Basis der Karten ist diesmal nämlich unser Pergamentpapier oder unser Vellum. Das ist, ja, ich finde, ein sehr stabiles Pergamentpapier, so anderes, was man so bekommt, auch so zum Bedrucken. Das hat diese Stabilität nicht, und jetzt habe ich mir gedacht, damit könnte ich eigentlich mal einen Kartenhintergrund oder beziehungsweise die Basis gestalten. Und ja, lasst euch überraschen, was ich da mit euch vorhabe. Also, was ihr am Material braucht, ist ein Designerpapier eurer Wahl. Ich wähle jetzt tatsächlich das Designerpapier blühende Felder. Da werde ich mir gleich so ein paar raussuchen. Und ihr benötigt, und da empfehle ich euch tatsächlich unser starkes oder für mich auch sehr starkes Pergamentpapier. Dazu nehmen wir mal hier so diese raus, die ich hier noch als Rest habe. Und ja, bei dem Designerpapier, da wählen wir uns jetzt auch das aus, was uns oder was euch am besten gefällt. Ich nehme mal die Seite. Dann haben wir ja hier, und so seht ihr das Papier auch nochmal im Einzelnen, hier diese Tulpenfelder. Hier haben wir dieses, das können wir auch nochmal gut verwenden. Ihr seht, das sind wirklich auch so meine Reste, und das nehmen wir auch noch. So, passend dazu habe ich mir auch schon so die Farben in diesem Designerpapier bereitgelegt. Das ist einmal natürlich Blutorange, Mangogelb. Dann haben wir hier nochmal Lodengrün und Himbeerrot. Ob ich die jetzt so im Einzelnen brauche, liegt jetzt gleich daran, wie wir diese Karte gestalten. Aber wir haben sie schon mal hier, und das ist, denke ich, so nicht verkehrt. Ja, als Stempelkissen oder als Stempelsets, besser gesagt, habe ich einmal bereitgelegt Sacks mit Tulpen. Was da gerade runtergefallen sind, sind die passenden Stanzformen. Die benötigen wir heute aber nicht. Das haben wir einmal, und zwar gibt es hier auch den schönen Stempel Ich denke oft an dich. Den finde ich ganz schön, oder mit Liebe gemacht. Das können wir einmal bereitlegen. Oder vergleichbar, und das finde ich auch sehr schön, ist das Set Zauberhafte Grüße, was sich auch wirklich super als Einsteigerset eignet, weil man doch viele Themen hier abhandeln kann. Und zum Beispiel ist hier auch sogar der Spruch Einladung. Und das ist ja auch gerade mal ganz schön, wenn man zum Beispiel Einladungskarten selber gestalten möchte für diverse Anlässe, haben wir hier. Und ich finde, das ist auch nochmal in einer sehr schönen Schrift, in Schreibschrift, das Wort Einladung. Also das habe ich mir auch nochmal bereitgelegt. Und ja, dann kann es eigentlich losgehen. Wir schneiden uns als allererstes aus unserem Designerpapier Stücke bereit. Die haben alle ein Format, das ist also dann gleich an der Stelle, von 13 x 18 cm. Und da achte ich jetzt auch auf den Motivverlauf. Das heißt, ich habe jetzt hier diese diesen Motivverlauf nach oben sozusagen. Und das ist dann hier die längere Seite mit, ich schaue nochmal vorsichtshalber nach, ja, 13 cm. Und das Ganze kürzen wir auf der langen Seite jetzt auf 18 cm. Ich drehe euch das doch nochmal um. Ich glaube, dann kann man da besser besser erkennen. Hier haben wir dann die 18 cm und das falze ich einmal auf der Hälfte bei 9 cm. Dass man hier schon mal eine kleine Karte hat. Das gleiche mache ich jetzt mit diesem Designerpapier und den anderen, die ich schon bereitgelegt habe. Ihr seht, ich habe die soweit vorgeschnitten. Das heißt, ich habe jetzt hier vier Karten letztendlich im Format von 13 cm mal 9 cm. Und ihr seht im Inneren immer das Gegenstück zum Designerpapier. Das haben wir hier. Und wir brauchen für die
Innenkarte natürlich noch einen weißen Grundstoff. Den hatte ich aber schon vorbereitet. Und zwar ist das in Grundweiß 12 cm mal 8 cm. Das habe ich jetzt auch viermal schon vorbereitet. Das haben wir hier. Und ja, worauf kommt jetzt diese Karte? Damit habe ich euch ja jetzt noch nicht, oder darüber habe ich euch ja noch eben nicht informiert. Also einfach nur, was ihr wisst, ist unser Transparentpapier. Und aus dem Transparentpapier schneiden wir uns Stücke in 14,8 x 10,5 cm. Das ist, glaube ich, noch so ein Rest, den ich hatte. Der ist schon fertig. Und dann schneidet ihr euch das letztendlich, diese Hälfte des Kartenformates von DIN A4 ist das immer, auf 10,5 cm. Da haben wir auch schon die 10,5 cm. Einer fehlt noch. Und dann haben wir hier unser Transparentpapier. Das ist eigentlich die Basis für meine Karten. Jetzt haben wir ja die Situation oder das Erlebnis, die Tatsache, dass wenn wir etwas auf Transparentpapier kleben, wir eigentlich unschöne Ränder hier bekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mit einem Klebestreifen arbeitet, würdet ihr den Streifen durchschimmern sehen. Oder wenn ihr hier Streifen von eurem Flüssigkleber habt, wird das genauso passieren. Das zeige ich euch gleich im Folgenden noch, was ihr da benutzen könnt, damit das halt wirklich eine nicht durchscheinende Art des Klebers gibt. Zunächst werden wir aber diese Karte fertig gestalten. Und zwar habe ich dann einmal natürlich die Innenseite der Karte. Die können wir jetzt schon mit Flüssigkleber hineinkleben. Bisschen bündig zum Rand, gleicher Abstand. Das machen wir viermal. Dann könnte das schon fast fertig sein, ist es aber nicht. Als Aufleger habe ich jetzt vorbereitet und auch mir bereitgelegt einmal die Stanze nach Wahl mit dem Fähnchen, die haben wir hier. Und dazu habe ich vorgeschnitten kleine Stücke in Grundweiß, die haben das Format 6 cm in der Länge mal 2,5 cm, das heißt, das ist der äußerste Stanzbereich hier bei der Fähnchenstanze. Das benötigen wir viermal und ich hatte ja gesagt, ich habe jetzt hier bei den Stempelsets einmal Ich denke oft an dich, das ist dieser hier. Und dann können wir auch noch nehmen ein großes Dankeschön, finde ich ganz schön. Ein großes Dankeschön, das haben wir hier. Und was fällt uns noch ins Auge? Von mir für dich, den finde ich eigentlich auch noch ganz schön. Von mir für dich. Den setzen wir hier drauf. Und ja, den einen, also ich stanze jetzt als allererstes, damit ich einfach besser weiß, wie ich gleich stempeln muss. Und ich nehme ja hier die Fähnchenstanze. Und da ist es so, das habt ihr auch schon öfters in meinen Videos gesehen, anlegen, gucken, dass man gerade ist. Eigentlich ist es durch die Führung auch schon gegeben. Und dann habt ihr hier eure Fähnchen. So, die haben wir soweit vorbereitet und jetzt können wir stempeln. Hier können wir einmal hier finde ich ganz gut eigentlich in Lodengrün das Ganze drauf zu geben. Da haben wir ein großes Dankeschön. Das sieht dann so aus, das können wir für die Karte benutzen. Hier können wir auch in Lodengrün, da nehmen wir dann vom Herzen. Von mir für dich ist es.
konnte es nicht so erkennen, das ist dann dieses. Dann haben wir hier sehr schön in dem Blutorange und das verwende ich dann hier auch. Und dann nehmen wir den Spruch, ich denke oft an dich. Den haben wir dann hier. Und einer fehlt uns noch und den setze ich mir tatsächlich in Espresso. Das haben wir hier. Und ein Spruch fehlt uns noch, dann haben wir vier verschiedene. Ich suche mir noch schnell einen aus. Da können wir nehmen, das von Herzen haben wir noch nicht. Das ist hier. Und das setze ich hier in Espresso drauf. So haben wir dann auch vier verschiedene Karten. Ganz kurz antrocknen lassen. Die Fähnchen, die setze ich mir jetzt mit Dimensionless drauf. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass wir dadurch den 3D-Effekt erreichen. Und ich achte einfach daran, dass die hier genau am Rand eigentlich anliegen und anfangen. Mal bei der einen. Nummer zwei. Nummer 3 und Nummer 4. Ja, was machen wir jetzt mit unseren vier Karten? Ich hatte schon unser Transparentpapier, Pergamentpapier ins Spiel gebracht und darauf werde ich die jetzt befestigen. Ihr benötigt dazu, und das hatte ich euch ja eben schon angedeutet, einen kleinen Schwamm, beziehungsweise ihr benötigt halt eben, damit wir sie auch mit Flüssigkleber dort aufkleben können, einen kleinen Schwamm, so muss ich mich ausdrücken, damit wir einfach den Klebstoff gleich verteilen können. Also, ihr tragt hier und dann nehmt ihr euren Flüssigkleber wirklich und verteilt das relativ ja, gleichmäßig und engmaschig hier auf dem der Hinterkarte, auf dem Hintergrund sozusagen. Dann nehmt ihr euch einen Schwamm und verwischt den Kleber. Wischt da einfach so ein bisschen drüber. Versucht dann alle Ecken auch zu kriegen, sodass man diese Streifen des Klebers nicht mehr sieht. Dadurch entsteht ja eine Klebefläche. Und dann könnt ihr eure Karte auf das Pergamentpapier kleben. Mal eben gerade ausrichten hier auf dem Papier. Und so seht ihr das auf der Rückseite nicht. Ja, das mache ich jetzt bei all meinen Karten.
So, und wenn ich euch das jetzt einmal umdrehe, dann seht ihr großartig nichts von meinem Kleber. Hier, das muss noch antrocknen, aber hier zum Beispiel bei der ersten Karte, die ich gestaltet habe, sieht man das nicht mehr. Was ich hier noch sehr passend finde bei meinen Auflegern und den Grüßen, sind die kleinen Schmetterlinge in Matt Messing. Die kennt ihr auch schon und die bieten sich gerade auch so für Frühlingskarten an, wenn die ersten Schmetterlinge vielleicht auch irgendwann dann bei uns wieder mal im Garten schweben. Im Moment sieht es ja noch nicht danach aus. Heute Morgen war wieder alles weiß. Aber irgendwann, dann kommt der Frühling und dann auch der Sommer. Ich bin fest überzeugt. Ja, und so habt ihr mal eine andere Kartenidee, wo wir das Transparentpapier als Träger benutzen. Ihr könnt hier in der Mitte der Karte oder im Inneren der Karte weiterhin euren Gruß eintragen. Und die Karte passt natürlich auch in den Briefumschlag und ist auch relativ stabil durch unser super stabiles Transparentpapier. Ich hatte noch eine Karte mal vorbereitet. Das ist nochmal mein Prototyp gewesen mit dem anderen Designerpapier. Hier haben wir Heideblüte und Himbeerrot. Ja, und mit diesem farbenfrohen Bild möchte ich euch gerne für heute in euren Tag entlassen. Bis wir uns wiedersehen. Bleibt kreativ. Macht's gut. Tschüss.